Kleider machen bekanntlich Leute. An diesem Spruch ist ziemlich viel dran. Nicht umsonst nutzen viele Menschen ihre Kleidung, um Statements zu setzen. Ergibt auch Sinn. Schließlich ist sie mit das Erste, was man an seinem Gegenüber wahrnimmt. Nicht ersichtlich ist hingegen die Geschichte hinter der Klamotte. Oder genauer die Frage, wo sie herkommt, was darin steckt und wie man mit ihr umgeht. Momentan gibt es ja zwei Trends im Kleiderschrank. Den Minimalismus und das Upcycling. Was ist besser und was kann ich tun für mehr Nachhaltigkeit in meinem eigenen Kleiderschrank? Das verrate ich euch im Video. Des Kaisers neue Kleider ist ja ein ziemlich bekanntes Märchen über einen selbstverliebten Herrscher, der am Ende in der Annahme, den feinsten Zwirn zu tragen, splitterfasernackt durch die Gegend läuft. Also das nenne ich mal minimalistische, umweltfreundliche und fair produzierte Kleidung. Auch wenn das natürlich nicht die eigentliche Moral der Geschichte ist. Minimalismus ist ja momentan im Trend. Das Motto? Back to Basics. Statt Überflusskultur zurück zu dem finden, was wirklich nötig ist und was wir brauchen, nicht mehr horten. Der Gedanke dabei lautet, weniger ist mehr. Viele sagen sogar, dass sie durch radikales Ausmisten glücklicher geworden sind. OrdnungskünstlerInnen wie Marie Kondo machen vor, wie wir dabei vorgehen und das Glück im Wenigen finden können. Ein Ansatz, den ich irgendwie schon nachvollziehen kann, durch Ausmisten wirft man eben auch Ballast ab. Ein Trend in der Frage um Minimalismus im Modebereich ist die sogenannte Capsule Wardrobe. Auf Deutsch könnte man Kapselgarderobe sagen. Das System dahinter, man hat eine überschaubare Anzahl an Kleidungsstücken im Schrank. Alle Teile passen zueinander und können untereinander kombiniert werden. So verhindert man, dass man unnötig viele Kleidungsstücke anhäuft, die nur super selten getragen werden. Legt man sich ein neues Teil zu, muss ein altes weichen. Die Auswahl bleibt also überschaubar. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass so eine Capsule Wardrobe einem die morgendliche Kleiderwahl deutlich erleichtern kann und einigen so auch Entscheidungsdruck nimmt. Und trotzdem, wenn ich jetzt mit einer Capsule Wardrobe anfangen will, müsste ich radikal aussortieren. Und ist das nicht irgendwie schräg? Also um der Nachhaltigkeit und des Minimalismus willen Dinge wegzuwerfen? Weil, seien wir ehrlich, viele Klamotten würde ich sicher nicht durch Verschenken loswerden können, sondern müsste ich schlicht wegwerfen. Übrigens genauso wie 75% aller weltweit produzierten Kleidungsstücke, die landen nämlich im Müll. Die Modedesignerin Ursula de Castro hat genau aus diesem Grund einen Gegenentwurf zu Marie Kondo und Co. Ihr Motto lautet Radikales behalten. Sie setzt sich dafür ein, Mode zu reparieren, anstatt sich neue zu kaufen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich so von einer Designerin erwarten würde. Der Gedanke dahinter? Viele Menschen sind der Meinung, dass es sich nicht lohnt, billig produzierte Klamotten zu reparieren. Ein neues Shirt zu kaufen ist meist doch viel einfacher und billiger, oder? Doch nur weil ein Shirt günstig zu kaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass es nichts kostet. Im Gegenteil. Auch günstige Mode kostet unter anderem Ressourcen und Menschenleben. Außerdem ist sie oft langlebig, da sie aus synthetischen Fasern, aka Plastik, hergestellt ist. Beste Voraussetzung fürs Aufheben also. Das heißt natürlich nicht, dass wir ewig mit der Produktion von Fast Fashion weitermachen sollen. Im Gegenteil, aber weggeworfen werden muss auch nicht unbedingt all das, was sich an Fast Fashion in unseren Schränken verbirgt. Ein Glück gibt es ja auch inzwischen den Trend des Upcyclings. Getreu dem Motto aus alt macht neu gibt es ja schon wirklich viele, die kaputte oder eingelaufene Kleidungsstücke einfach umarbeiten. Dank YouTube und Co. kann sich eigentlich jede und jeder Tutorials dazu reinziehen und dann selber aktiv werden. Ursula de Castro setzt sich übrigens auch dafür ein, dass in Klamottengeschäften Reparaturstationen installiert werden. Für mich ist es auf jeden Fall ein Herzensanliegen, mich bewusst meinen Mitmenschen und meiner Umwelt gegenüber zu verhalten. Und das betrifft natürlich auch Mode. Immerhin ist sie mein täglicher Begleiter. Ich weiß natürlich auch, dass ich super oft an den Ansprüchen, die das so mit sich bringt, scheitere, aber ich glaube, dass es schon richtig was bewirken kann, wenn jede und jeder in seinem oder ihrem eigenen kleinen Umfeld versucht, mitzumachen. Wie ist das denn bei euch so? Seid ihr eher im Team Ausmisten oder im Team Reparieren? Oder habt ihr vielleicht einen Mittelweg für euch gefunden? Verratet es in den Kommentaren. In dieser Reportage könnt ihr Steuerung F-Reporterin Patricia und ihren Freund Freddy dabei begleiten, wie sie ihre vier Wände durch vier Räder austauschen. Sie sind nämlich zu zweit in einen Van gezogen. Ohne Küche, Dusche und Klo. Guckt euch das mal an. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und denkt dran, den Kanal vom Bodenpersonal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen.